Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play The Witcher 3 mit Paxis. Wir haben gerade Bier getrunken und waren leicht benebelt, wobei ich es ein bisschen unrealistisch finde oder unlogisch, sagen wir mal so. Unlogisch finde, dass Geralt, der total giftige Tränke verträgt, weil er mutiert ist, dass der nach einem einzigen Bier, was vielleicht ein halber Liter oder maximal ein Liter ist, so wie das aussieht, dass der halt direkt angetrunken ist. Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Das haben sie ein bisschen unlogisch gemacht. Oh, hier haben wir wieder ein paar Deserteure, glaube ich. Das sind ziemlich viele. Guck mal bitte, wie viele Punkte das oben sind. Eieiei. Oh fuck, das sind ja Haufen Wölfe. Scheiße, das sind viel zu viele. Und ein Warg. Oh verdammt, das wird ein harter Kampf. Der wird richtig hart. Oh fuck, wieder schwer. Fuck, fuck, fuck. Ach, die ziehen sich ja wieder zurück. Oh, das ist ein bisschen unlogisch, dass sie sich irgendwann wieder zurückziehen, ehrlich gesagt. Aber bin ich erstmal nicht böse drüber. Habe ich nichts anderes mehr zu essen, also dieses Everloose, was mir überhaupt nichts bringt. Doch, ich habe noch das hier. Wo ich halt direkt wieder betrunken bin. Ah, da haben wir einen Wolf quasi abseits der Gruppe. Das ist schon mal sehr gut. Damit ich die so ein bisschen einzelblatt machen kann. Ich müsste halt echt mal Level 4 sein. Das würde mir so viel bringen, wegen der Regeneration der Energie. Jetzt warten wir natürlich, bis wieder aufgefüllt. Sehr gut. Ah, geil, geil. Neues Essen fällt mir gerade ein. Nice, nice, nice. Wir müssen dieses Everloose mal verkaufen. Ich verstehe das auch nicht. Essen regeneriert Vitalität. Wenn ich es aber benutze... Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder... Es regeneriert keine Vitalität, das stimmt nicht. Wie viel haben wir jetzt platt gemacht? 3 Stück oder so? 4, wenn es hochkommt. Aber irgendwie scheint das Wolfsrudel weitergezogen zu sein. Zumindest sehe ich es nicht mehr. War ja auch mindestens noch ein Warg dabei. Sie haben jetzt dieses verlassene Lager, wie es aussieht, verlassen. Lustig, lustig. Es war scheinbar mal ein Jägerlager, würde ich behaupten. Wobei, hier liegen jetzt auch wieder Schilder, also es könnte auch... Könnte auch in die Richtung Soldatenposten gehen. Ich höre immer noch Wölfe. Sie umkreisen dieses Gebiet auf jeden Fall noch, wenn wir Pech haben. Es sind immer noch ziemlich, ziemlich viele. Wenn wir Pech haben, laufen wir dann nochmal rein. Hingeschmierte Notizen, Sattel, gehärtetes Holz, Pechdraht. Kovirisches Entermesser, Hydragenum. Eine Hake. Strickleiter, auch nicht schlecht. Neue Quest. Dreckiges Geld. Lies den Brief. Machen wir natürlich gleich. Ich will nur erstmal kurz dieses Lager plündern. Oder was heißt plündern? Es gehört ja niemand mehr, wie es aussieht. Was? Wasserflasche! Juhu! Da kommt ihr nicht mehr raus. Irgendwas übersehen? Nein? Dann lesen wir mal den Brief. Brief ist ein Questgegenstand.
Die Dinge laufen immer besser für uns. Wir haben tief im Wald unser Lager aufgeschlagen, in der Nähe der alten Mühle und waren schon ziemlich erfolgreich. Es heißt, die Leute sind arm, aber wenn man sie lang genug ausquetscht, fällt immer was ab. Ein Sack Getreide hier, ein paar Kronen dort. Nicht schlecht für die leichte Arbeit, eindeutig besser als die Armee, also was auch der Satyre, wie es aussieht. Zumindest haben wir was, womit wir unsere Bäuche füllen können, und das Risiko, das wir dafür mit dem Leben bezahlen, nun, das ist immer noch kleiner, als wenn wir die Nilfgaarder unter Nathalies Befehlen jagen würden. Und jetzt? Setze deine Hexensinne ein, um den Schatz der Banditen zu finden. Ha! Hier oben, beim nächsten Fragezeichen. Da können wir aber auch erstmal das Fragezeichen hier klären. Und dann quasi zum letzten auf der Karte hier gehen. Und ins nächste Gebiet vordringen, nach Visimal. Also ich gehe mal davon aus, dass Visimal das nächste Gebiet ist. Wenn da Yennefer ist. Den Wölfen scheinen wir nicht nochmal zu begegnen. Das ist doch schon mal ganz gut. Ach, schon wieder so ein Lager. Steckt der Schatz. Das sind wieder Wölfe, das sind wieder Wölfe, das sind wieder Wölfe. Meilen um Meilen um Meilen. Na, langer Weg. Perfektes Wetter für eine Reise. Aber, nein, nicht reisen. Mann, das kann doch nicht sein. Hier ist direkt an der Grenze. Umkehren oder weitergehen? Ich will die Sachen einsammeln! Oh. Ich muss weiter. Oh, das gibt's doch nicht! Das haben sie echt behindert gemacht! Es kann doch nicht sein, dass da Wölfe rumrennen, dass ich da Sachen einsammeln kann und die Welt da aufhört! Mann, die haben auf garantiert alle total geile Sachen mit. Also Wolf essen, das Essen drinne, Wolfsleber und sowas. Na, ein Portal wäre jetzt sehr hilfreich. Nein, geh nicht wieder auf die Karte. Oh, Verfluchter! Ich will doch nur die Sachen einsammeln. Meilen um Meilen um Meilen. Alter, ich dreh durch. Ich will doch einfach nur die Sachen einsammeln. Ich muss weiter. Oh, geschafft. Wie nervig, aber ist auch geil hier direkt an der Grenze, ne? Oh, es kommt noch ein Wolf. Seltsam. Was denn? Ist zwar rot markiert, aber ich kann mit dem Typ nichts machen. Notizen eines Spions. Lesen wir mal durch. Klingt doch schon mal interessant. 15. Tag der Observation, 23. Birke. Sind wieder im Lager, haben haufenweise Beute mitgebracht, hauptsächlich Rüstungen und Waffen, aber diesmal auch eine versiegelte Truhe. 16. Tag der Observation. Vor Tagesanbruch kam ein Bote ins Lager, gab große Aufregung. Sie stellten sofort eine Gruppe zusammen, um die Truhe zu transportieren. Nach Einbruch der Dunkelheit werde ich in Erfahrung bringen, wohin sie die Truhe gebracht haben. 17. Tag. Sie haben die Truhe nicht so weit transportiert. Nur zur verlassenen Hütte bei der alten Mühle. Sie haben eine Wache aufgestellt, sodass ich nicht näher herankam. 18. Tag. Seit gestern Nachmittag haben alle im Lager gesoffen. Wenn wir jetzt angreifen, würden wir sie vernichten. Zu schade, dass der Kommandant nur einen Mann zu diesem Außenposten abgestellt hat. Mich. Versuche heute Nacht reinzuschleichen. Wenn mir das Schicksal gewogen ist, reicht vielleicht ein einziger Mann. Tja, dann ist er gestorben. Verstehe halt nur nicht, warum da immer noch rot markiert ist. Aber zumindest ist der versteckte Schatz gehoben. Irgendwas verpasst? Nicht so aus.
Dann jetzt auf zum letzten Fragezeichen und gleichzeitig auch zum Quest. Gar nicht mal so weit weg. Oh, da haben wir wieder einen Wolfsrudel, würde ich behaupten. Nein, der Saturne. Aber nur Stufe 2, also. Ziemlich billig. Naja, wir gehen erstmal auf die Bogenschützen, weil die nerven. Aber wir sind nur noch eine Stufe 1, sehe ich gerade. Mit einem Schwert streichen die tot. Aber gut, bei den schwachen Kämpfer realistisch. Da sind noch mehr Gegner. Das scheint ein richtig großes Lager zu sein. Ich würde sagen, das hier ist das Hauptlager oder zumindest bisher das größte Lager, was wir gefunden haben von diesen Deserteuren. Boah, hier gibt es viele Sachen zum Looten. Ach, ein Becher, nice. Das Bärenfell. Wie haben wir denn an 45 von 60? Das geht ja noch. Oh, hier haben wir doch irgendwo Bienen. Ah, da. Bienen bedeuten Honig, oder besser gesagt Bienennester, und Bienennester bedeuten Honigwaben, und die brauchen wir zum Naschi-Naschi machen. Und da wir immer viel Essen brauchen, gerade auf dem Schwierigkeitsgrad, den wir jetzt spielen. Ha! Brot! Und das ziemlich teuer ist, wenn wir es kaufen würden, zum Beispiel das Brot, das wird dermaßen teuer bei dem, bei der Schankwirtin. Bin ich ganz froh, wenn wir, also ich bin eigentlich über jede Nahrung froh, aber ich muss ehrlich zugeben, mir gefällt es eigentlich. Dieses Prinzip, dass man sich so über die Nahrung heilt und dass man halt auch relativ viel dann braucht, wenn man viel verletzt ist, macht ja Sinn. Bisher waren wir zwar des Öfteren mal knapp bei Kasse, was Nahrung angeht, aber wir waren nie an dem Punkt, wo wir halt wirklich gar nichts mehr hatten und geheilt werden mussten. Deswegen passt schon. Gegrilltes Hühnerbrötchen. Sehr nice. Ich denke, nachdem wir das hier ausgeräumt haben, sind wir auch voll. Weil wir einfach so dermaßen viel hier an kleinen Säcken etc. finden. Kleine Igniglyphe, sehr schön. Fistech-Droge. Hier haben wir jetzt alles mitgenommen. Dann würde ich sagen, machen wir mal das Lagerplatz. Hey, da war noch gar nicht aufgestanden. Anführer der Satyre. Oh, da hat sogar ein Schild, sehe ich gerade. Du wirst es nie lernen. Krass, wir kommen mit dem... Wir kommen nicht mal durch... Wir kommen nicht mal durch das Schild mit unserem. Bist fast am Ende, was? Mit unserem Igni? Das verstehe ich nicht. Dann nehmen wir mal einen anderen Zauber. Schutzschild. Denk, Druckwelle könnte vielleicht das Schild platt machen. Na endlich! Dreckschild. Dann ist er nämlich gar nichts mehr, ohne sein scheiß Schild. Jetzt sammeln wir aber erstmal in Ruhe alles ein. Brot! Optima Martyr, das haben wir doch schon mal eingesammelt. Fistech, Becher. Er wird ja auch irgendwas getroppt haben. Gebratenes Fleisch und Valener Langschwert. Ist das gutes Valener Langschwert? Valener Langschwert, na, das ist schlecht. Also schlechter als unseres zumindest.
Timerischer Dolch, auch schlechter. Also überhaupt nichts Geileres dabei. Aber wir haben eine bessere Jägerhose eingesammelt, sehe ich gerade. Na, dann nehmen wir die mal. So. Sonst war nichts Interessantes dabei. Na komm, in der Kiste ist da noch mehr. Komme ich hier irgendwie hin, ja? Der anderen Seite auch noch. Dann nehmen wir mal noch Verbena mit. Dann schauen wir erstmal auf die andere Seite von den Kisten, bevor wir zum Hauptaugenmerk kommen, nämlich dem Zelt. Jetzt wird's geil. Ja, hier werden Reichtümer sein, hoffe ich. Zwei Kisten. Ein schönes Bett. Ah, geil. Und in der einen Truhe ist Fläschchen und Brot. Jägerstiefel. Aber die könnten geil sein. War ein magischer Gegenstand. Rüstung plus 2. Aufschlitzenresistenz, Zerschmettern und so weiter und so fort. Das sieht doch schon mal alles ganz gut aus. Nehmen wir auf jeden Fall. Und dann werden wir das auch gleich mit der kleinen Igni... mit der kleinen Igni-Glyphe versehen. Jetzt haben wir, glaube ich, schon zweimal diese Igni-Kraft. Zeichenkraft 5%. Also einmal haben wir jetzt hier bei der Rüstung plus 2 Igni-Zeichenintensität und bei den Stiefeln. Also insgesamt plus 4%. Und da wir ja viel mit Igni arbeiten, passt das. Perfekt. Jägerhandschuhe, das ist also gemeint gewesen. Als Questgegenstand. Sind die wenigstens geil? Zerschmetternresistenz. Die sind genauso gut. Also die sind wirklich 1 zu 1 genauso gut wie unsere, haben aber weniger Rüstung, also weniger Haltbarkeit momentan. Sinnlos. Aber egal, können wir alles verkaufen. Oha! Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft, auf zur nächsten Hauptquest. Das war's. Jetzt gucken wir uns mal das hier von der Seite an. Jetzt bin ich ja echt mal gespannt, ob ich von der Seite jetzt theoretischerweise durchkommen würde. Oh, Vorsicht. Ah, und hier gibt es anscheinend auch noch die ein oder andere Sache zum Einsammeln. Das ist doch schon mal gut. Da hat es sich ja schon mal gelohnt, hier hinzu. Ah, das sind ja nur Fässer, die man in die Luft sprengen kann. Nichts zum Einsammeln? Scheiße. Nichts zum Einsammeln. Hab ich also geirrt. Doch, hier. Eine Truhe. Auch wieder sinnlos. Wir könnten mal probieren, aber ich glaube, es passiert gar nichts, wenn wir hier mit Igni drauf schießen. Die Explosion ist echt geil, da kann man nichts sagen, aber... die bringt halt nichts. Ich komme halt blöderweise trotzdem nicht hier durch. Oder geht's von der... ach doch, von der Seite kann man's aufmachen. Na also, und schon haben wir den Durchgang wieder geöffnet für alle. Nice. Jetzt ab in die Stadt, den ganzen Schmand verkaufen und dann mit unserem Freund Wesimir reden. Cool, das heißt, wir können in der nächsten Folge endlich ins nächste Gebiet gehen. Und vielleicht finden wir da dann Yennefer. Soll ich das Wasser schöpfen oder nicht? Wir müssen unsere Sachen. Grüß dich. Ich werde mal versuchen, die Felle an ihn hier zu verkaufen, weil lass die Felle... lass mich einen Blick auf deine Waren. Die Felle können wir nämlich nicht an den Schmied verkaufen, fällt mir so ein. Er hat immer noch nur eine Krone. Oh, das ist natürlich scheiße.
Na, ich kümmere ja die Sachen. Die Fälle bei der Schankwirtin verkaufen. Ansonsten dann, wenn wir ins neue Gebiet gehen, hoffe ich und gehe ich mal davon aus, dass wir da dann auch ein paar Sachen verkaufen können. Leute mal, trinkst du ein Gläschen mit mir? Ich heiße jetzt Kaiser M hier. Irgendwelche neuen interessanten Sachen hier dran? Und sucht Deserteur. Und am Morgen hat er die Hose voll. Ja, das ist echt nur Rotz. Oh, ein wiederkehrender Kunde. Was möchte ich denn dieses Mal haben? Ein wiederkehrender Kunde. Willkommen. Was brauchst du diesmal? Ich will eigentlich vor allem verkaufen. Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Brauchen wir nicht. Das brauchen wir fürs nächste Level, das wir hoffentlich bald mal bekommen. Moment, Handbeil und Handbeil. Welches ist besser? 58 bis 72, 54 bis 66, Stufe 4, Stufe 5. Ah, jetzt müssen wir ja beide Handbeile behalten. Weil wir ja schon fürs übernächste Level eins haben. Naja, egal. Ein Pferd mit Sattel wird nicht so schnell müde. Wir haben schon einen Sattel, ne? Also. Haben wir irgendwo einen Sattel? Oder ist das unser Sattel und den habe ich irgendwann mal verkauft? Ich bin mir gerade unsicher. Hallo, ich hab Angst. Leb wohl. Plötze kommt nicht, wo ist Plötze? Hallo? Mutant. Ja, was ganz Neues, Plötze hat keinen Bock. Ein wiederkehrender Kunde. Ich weiß halt jetzt nicht, ob das. Aber wenn wir nur einen Sattel im Inventar haben. Leb wohl. Ja, nicht leb wohl. Wenn wir nur einen Sattel im Inventar haben, würde ich mal behaupten. Ein wiederkehrender Kunde. Willkommen. Dann haben wir keinen anderen. Und ich habe den irgendwann mal verkauft gehabt. Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Also darf ich den Sattel nicht verkaufen. Und geh jetzt mal aus. Den Schlüssel brauchen wir im Endeffekt auch nicht mehr. Haben wir schon benutzt. Silberne Bernsteinkette. Dieser Händler hat nicht genügend Geld. Ach, er hat kein Geld mehr. Moment, wir müssen mal was reparieren. Und zwar alles davon. Dann hat er jetzt auch wieder Kohle, um uns die Kette abzukaufen. Sehr schön. Pam pam. Dann schauen wir mal, ob wir irgendwas Cooles herstellen können. Der macht nur plus 3, den brauchen wir auf jeden Fall nicht herstellen. Der macht plus 1, den brauchen wir auch nicht herstellen. Zumal wir ja hier auch bei den ganzen Zusatzsachen nur schlecht machen. Der würde sich halt wahrscheinlich als einziger lohnen, weil er plus 25 macht. Da fehlen uns aber noch 4x Leinen, 2x Zwirn und 3x Leder. 2x Zwirn fehlt uns. Stellen wir her aus Baumwolle. Machen wir jetzt einfach mal. So. Jetzt fehlt uns noch Leinen. Leinen können wir aber leider noch nicht herstellen, wie es aussieht. Schema Seide. Doch hier, Leinen. Was fehlt? Zwirn. Wir brauchen Zwirn, um Leinen herzustellen. Oh, verflucht. Das heißt, wir müssen noch mehr Zwirn herstellen. Dabei fehlen uns aber Baumwolle. Oh. Das heißt, daran scheitert es schon mal. Da brauchen wir gar nicht weiter gucken, ob wir das jetzt herstellen können. Schema Heft. Wozu brauche ich denn Heft? Egal. Leb wohl. Dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten, Moment, wir schleifen mal noch unser Schwert oder unsere Schwerter.
Liken, kommenten, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, wird man euch loben. Euer Pax ist bis zum nächsten Mal. Und dann beim nächsten Mal geht's endlich weiter mit der Hauptquest und wohl ins nächste Gebiet. Ich freue mich drauf. Also dann, bis morgen. Tschö, tschö.